Verspielt. Hallo liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Verspielt. Heute stelle ich euch ein letztes Mal noch die Spiele vor, die für in diesem Fall wieder mich sehr interessant sind und im Jahr 2020 erscheinen werden. Sarah hat heute wieder keine Zeit, sie ist gerade damit beschäftigt, Schularbeiten zu korrigieren, deshalb werde ich dieses Video jetzt alleine aufnehmen. Allerdings wird es nicht so lange dauern wie die anderen und wir starten am besten gleich los. Heute habe ich alle Erweiterungen zusammengefasst, die für mich im kommenden Jahr oder besser gesagt jetzt schon in diesem Jahr interessant sind. Wir fangen an mit Anachrony Fractures of Time. Anachrony ist ein Worker-Placement-Spiel, wo man durch die Zeit reisen kann und sich die Ressourcen wieder zurück in die Zukunft mehr oder weniger schicken muss. Und bei dieser Erweiterung gibt es jetzt neue Module, eine neue Fraktion. Also da gibt es eben dieses Tal hier, wo neue Aktionen freistehen. Dann kann man ihn blinken, das heißt die Worker können mit so Flux-Cores, wenn sie schon eingesetzt wurden, hin und her bewegen. Allerdings bringt das auch irgendwelche Nachteile mit sich, wie sich das genau auswirkt, weiß ich nicht. Und dann gibt es auch noch einen neuen Pfad, der Pfad of Unity Leaders mit einem neuen Exosuit-Modell. Schaut ganz schick aus, ist sicherlich interessant. Anachrony ist ein wirklich fabelhaftes Spiel, mir hat es sehr gut gefallen und deshalb freue ich mich auch auf die Erweiterung. Das nächste Spiel ist Gugong, beziehungsweise die Erweiterung dazu, Panjun. Ich habe Gugong noch nicht gespielt, habe es allerdings auf Kickstarter gebackt, gleich direkt mit der Erweiterung. Und deshalb, ich weiß auch gar nicht genau, wie das Grundspiel so abläuft. Ich weiß nur, in dieser Panjung-Erweiterung sind insgesamt 4 Module, die man beliebig dem Grundspiel hinzufügen kann. Ich denke mal, dass das hier eines von diesen Modulen ist. Ja, die Peace and Revolt. Schaut ganz nett aus. Dann bin ich gespannt auf Bethlehem Gotham Chronicles, Gotham City Chronicles. Und das hier ist der zweite Kickstarter, wo hauptsächlich, muss man ein bisschen scrollen, bis man zum richtigen kommt, lauter kleine Erweiterungen oder manche größer, manche kleiner dabei sind. Suicide Squad, League of Assassins, Batman Inc., die 5-Play-Erweiterung und eine neue Karte. Hauptsächlich geht es hier um den Versus-Modus, aber es sind auch einige Missionen für den Adventure-Mode dabei. Hier gibt es wirklich tonnenweise neue Miniaturen. Suicide Squad ist natürlich interessant, jetzt wo dann auch wieder ein neuer Film kommen wird. Der erste hat mir ja eigentlich nicht so gefallen. Aber was mir bei Batman eigentlich am besten gefällt, sind die Schurken, weil die haben alle so geniale Hintergrundstories. Hoppla. Und das gefällt mir eigentlich im DC-Universum fast besser als bei Marvel. Die ganzen Hintergrundgeschichten von den Bösewichten sind wirklich genial ausgedacht und die Miniaturen hier. Batman ist vielleicht sogar mein liebster DC-Comic-Held. Deshalb spricht mich dieses Spiel auch nochmal umso mehr an. Ja, ihr seht schon, Millionen Miniaturen, die hier auf mich zukommen werden. Schauen wir, wie sie sich dann letztendlich mit dem Grundspiel kombinieren lassen. Ein sehr großer Hit war Root und in diesem Jahr erscheint die Underworld Expansion mit 2 neuen Fraktionen, nämlich diesen Raben hier und den Maulwürfen, vor allem die Maulwürfe finde ich absolut genial, wie die ausschauen. In Root geht es darum, den Wald zu beherrschen. Alle Fraktionen spielen sich unterschiedlich, alle haben unterschiedliche Siegbedingungen und ich hoffe, dass sich auch die neue Erweiterung wieder sehr gut in das Grundspiel eingliedern wird. Das Artwork von Leder Games finde ich ja sowieso immer klasse. Also, vor allem, gehe ich nochmal zurück. Die Maulwürfe sind einfach ein Wahnsinn. Daumen mal voll.
Ja, das größte Problem an diesem Spiel ist eigentlich das Erklären, weil man ja die ganzen verschiedenen Fraktionen erklären muss. Und das ist halt doch dann recht ausufernd, das Ganze. Aber nichtsdestotrotz, super Spiel, freue ich mich voll drauf. Bin gespannt. Dann, die nächste Erweiterung ist Feudum, Radars and Ramparts. Die, muss ich sagen, ist hauptsächlich eigentlich eine kosmetische Erweiterung, denn, wie ihr hier sehen werdet, da kommen diese coolen Miniaturen, die eben diese Feudums ersetzen, die Vessels ersetzen, also diese Schiffe und die Luftschiffe und die U-Boote. Und ja, da bekommt das Spiel einfach nochmal viel mehr Tischpräsenz. Man will es spielen, wenn man da zuschaut. Es schaut einfach richtig cool aus. Das Artwork ist ganz eigen, so wie ich es eigentlich bei keinem anderen Spiel noch gesehen habe. Aber es da, ja, sage ich die ganze Zeit jetzt eigentlich, aber es ist wirklich cool. Schaut super aus. Der Behemoth, alles klasse. Die Erweiterung selbst ist eigentlich gar nicht so arg. Man kann eben in einer Erweiterung ist jeweils nur eines von diesen drei Schiffen enthalten. Wenn man drei nimmt, kann man allerdings eben diese Plättchen, die man normalerweise hat, mit diesen tollen Miniaturen ersetzen. Und ansonsten wäre das irgendwie ein besonderes Schiff oder ein besonderes Fortbewegungsmittel, für das man immer jede Runde Kosten zahlen muss, dass man es behalten kann. Man hat natürlich auch einen Vorteil dadurch. Welcher Vorteil das genau ist, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Vielleicht sehe ich es hier noch irgendwo. Das ist noch der Royal Guards, die sind auch neu, das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Irgendwie kommt auf jeden Fall durch diese Schiffe ein bisschen ein Konflikt in das Spiel hinzu und man kann sich darum streiten. Als nächstes haben wir Everdale. Das sind gleich zwei Erweiterungen, Spirecrest und Belfair, beide auch auf Kickstarter. Da wird das ganze Tableau nochmal erweitert um diesen Spirecrest, eben diesen Berg. Dann gibt es hier so ja, Reittiere, auf denen, die man benutzen kann, mit denen man die Berge erklimmen kann. Everdell, ein super toller Engine Builder mit neuen Critter Meeples, also diese Arbeiter, die man einsetzen kann, in den diversesten Formen sind hier freigeschalten worden. Bei Belfair gibt es irgendwie so eine Messe oder Markt oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Und ja, es erweitert einfach die Möglichkeiten, wie man hier zu Punkten kommt. Ihr seht ja auch wieder nochmal neue Critter Meeples. Das schaut auch ganz interessant und nett aus. Dann haben wir Spirit Island, Jagged Earth. Spirit Island, ein super kooperatives Spiel, das den Alpha-Spieler oder das Alpha-Spieler-Problem eigentlich total eliminiert. Jeder muss für sich denken, keiner kann jetzt dem anderen irgendwie vorschreiben, was er macht. Jeder entscheidet für sich selbst. Man kann es auch deshalb nicht vorschreiben, weil man eben nicht weiß, welche Karten der andere auf der Hand hat und wie man sie am besten einsetzt. Man muss sich wirklich absprechen. Allerdings, die letztendlichen Entscheidungen liegen immer bei jedem Spieler selbst. Hier sieht man leider gar nicht so viel. Ich glaube, ja, das sind die neuen Spirits, die neuen Geister, die eben die Insel beschützen wollen. Alle werden sich wieder irgendwie total anders spielen. Sie werden auch, glaube ich, was ich gelesen habe, komplexer sein noch als die, die im Grundspiel enthalten sind. Und ja, eigentlich ist diese Erweiterung, glaube ich, sowieso ein Must-Have für alle Spirit Island-Fans. Too Many Bones, Splice and Dice. Hier kämpft man ja immer gegen irgendeinen Oberschurken, gegen einen Bösewicht. Und bei Splice and Dice ist es jetzt so, dass man diesen Bösewicht selbst irgendwie gestalten kann, mit verschiedenen Skills ausstattet, mit verschiedenen Würfeln belegt und ihm diverse Stati gibt. Und so ist eigentlich, wenn man diese Splice and Dice Erweiterung benutzt, kein Spiel wie das andere, da immer jeder Baddie oder wie sie heißen, ganz eigen und einzigartig wird. Also ich glaube, das erweitert die Variabilität von diesem Spiel enorm. Dann waren hier auch noch ein paar andere kleine
Erweiterungen dabei, natürlich auch neue Tyrants heißen sie, nicht Baddies. Die Baddies sind die kleinen Gegner. Und ja, also ich war bin ein ziemlich großer Fan von Too Many Bones. Da gibt es dann auch noch diese, ich werde sie hier gleich herzeigen, diese große Trove Chest, wie sie heißt. Hier, die soll genau in ein Abteil von einem Kallax Regal passen. Und da soll dann auch wirklich alles von Too Many Bones Platz haben. Bin ich sehr gespannt, wie das letztendlich alles aussieht. Too Many Bones, auch ein tolles Spiel. Deshalb bin ich auf diese Erweiterung sehr gespannt. Dann, als nächstes habe ich noch die Architekten des Westfrankenreichs, die Handwerker, also Zeitalter der Handwerker wird es dann wahrscheinlich auf Deutsch heißen. Es erweitert das Grundspiel um diese Gilden. Ein zusätzlicher Spieler kommt dazu und ich hoffe, es ist irgendwie so wie bei Flügelschlag-Erweiterung, dass es wirklich ganz nahtlos einfügt und man das Gefühl hat, dass es eigentlich immer schon da gewesen ist. Und dann habe ich noch zwei Erweiterungen, wo es eigentlich noch gar nicht wirklich viele Infos gibt. Das erste wäre Teotihuacan, Shadow of Xittl. Das sind ein nur, unter Anführungszeichen, 10 neue Technologieteile und 10 neue Starting Tiles mit eben variablen Startbedingungen für die Spieler. Also ich nehme an, das ist eine eher kleine Erweiterung, also die kann man ganz einfach in das Grundspiel integrieren. Und was ich dann auch noch gesehen habe, ist Western Legends, Blood Money. Auch das ist eine modulare Erweiterung. Hier gibt es ein paar mehr Items dazu und irgendwie ein Element oder ein Modul, wo man irgendwie auf Risiko spielen kann und mehr gamblen kann, was ja dem Thema des Spiels eigentlich auch sehr gut bekommt. Ja, das war's. Der dritte Teil von unserer Vorschau für 2020. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch hier bitte schreibt wieder in die Kommentare, welche Erweiterungen erwartet ihr sehnlichst. Oder ihr könnt auch gerne Grundspiele hier schreiben, die ihr 2020 besonders herbeisehnt. Ich sage danke fürs Zuschauen, liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Baba!